Wusstet ihr, dass wir die ganze Fülle Gottes immer zu jeder Zeit, in jedem Moment in unserem Leben spüren können? Und das ist dann so cool und so voll wie dieses volle Glas voller Gummibärchen. So, wie funktioniert das jetzt in unserem Leben? Naja, Gott verteilt die ganzen Begabungen, die ganzen Fähigkeiten natürlich auf uns Menschen. Das heißt, in jedem von uns ist dann diese ganze Fülle drin. Aber da gibt es so einen Haken. Das heißt, bevor ich jetzt hier die ganze Fülle Gottes verteile, müssen wir uns erstmal unsere Menschen hier anschauen, wie wir Menschen doch oftmals noch in unserem Leben ticken. Weil die einen sagen sich, gar keinen Bock, ich mach mein eigenes Ding, ich habe eh keinen Glauben, ach, meine kleine Welt hier unter dem Glas, das ist eigentlich für mich, das passt so. Die Zweiten, die anderen, die sagen dann, naja, es gibt ja so viele interessante Möglichkeiten und ich müsste mir alles schon mal genauer anschauen. Die sind dann irgendwie einfach ein bisschen unterwegs in ihren eigenen Bahnen. Die Nächsten, die stehen so ein bisschen auf Kippe. Ne? Das sind immer so die Wackelkandidaten. Die wissen manchmal nicht so, soll ich jetzt das machen, soll ich das machen? Ich kann mich nicht genau entscheiden. Und ja, kannst du ruhig mal so hinstellen. Das könnte dann in etwa so aussehen. Und dann gibt es natürlich die ganz Hochmotivierten unter uns. Die denken sich, boah, ich bin fleißiger, ich mache ganz, ganz, ganz viel gute Sachen für meine Geschwister, für Gott. Natürlich alles für Gott. Ich trage ganz viel Verantwortung mit, ich mache ganz viel. So, naja, und jetzt schauen wir mal, wie das dann so ist, wenn dann Gott tatsächlich kommt und sagt, hey, ich habe hier so viele tolle Sachen, die ich in euch reinlege. Bei dem Ersten schaut es dann halt so aus. Naja, schauen wir mal, wie das bei dem Zweiten ausschaut. Bleibt auch nichts drin, ne? Bei dem Dritten und bei dem Hochmotivierten, der ja sehr viel trägt und macht, kommt auch nichts rein. So, was muss sich denn an den Gläsern ändern, damit da wirklich die Fülle Gottes in uns hineinkommt? Auf Gott hören? Ja, wie kann das dann bei so einem Glas aussehen? Wie muss das Glas stehen, damit da wirklich was reinkommen kann? Es muss frei sein. Richtig, es muss frei sein und empfangsausgerichtet sein. Das heißt, nicht irgendwie zur Seite, ja, 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 was ist denn da? Ach, da kommen noch ein paar interessante Filme oder das noch und das noch. Auch nicht hier mit allen möglichen anderen Lasten gerade schon beschäftigt sein, sondern empfangsausgerichtet sein. So, bei dem, das hat sich ja, unser Wackelkandidat ist dir schon aufgefallen, ne? Der hat sich dann doch noch kurzfristig entschieden, sich doch noch auszurichten. Und da ist es natürlich toll. Also da ist natürlich jetzt die ganze Fülle drin. Manchmal ist es aber so, man macht Sachen und es fließt richtig gut aus. Da kommt der Begabungsstrom richtig durch. Das machen wir jetzt nochmal. Schauen uns das nochmal an, wie das aussehen könnte. Also, wir haben festgestellt, wir dürfen empfangsausgerichtet sein nach oben, auf das, was quasi Gott in uns dann ausfließen lässt. Wir haben festgestellt, das Glas muss nach oben hin geöffnet sein. Okay, soweit logisch. Das heißt, es fängt an zu fließen. Wir sind bei einer Sache dran, die fließt wunderbar aus. Ein Beispiel aus meinem Leben, ich bin viel bei KlarTV aktiv. Ich mache irgendwas und es fließt so richtig aus. Ich habe Inspiration, ich habe kreative Ideen und es passt einfach so richtig gut. Dann aber ändert sich auf einmal was und der Lebensstrom zieht weiter und ich denke mir so, na nu, es hat doch irgendwie gelebt, warum läuft es jetzt nicht mehr? Das heißt, was ist denn außerdem noch wichtig zu beachten, wenn wir hier empfangsausgerichtet sind auf das, was Gott wirkt? Gott wirkt, Gott wirkt, Gott wirkt, Gott wirkt, Gott wirkt. Was müssen wir machen, um weiterhin unter seinem Strom zu bleiben? Weiter mit ihm fließen.
Wow, sehr gut. Das machen wir jetzt mal gleich. So. Die Fülle Gottes ist unerschöpflich. So, also du spielst den Menschen und ich spiele jetzt hier die Wirkung, okay? Also, wir machen irgendwas, was richtig gut ausfließt. Und es geht hoch und es funktioniert richtig gut. Und dann ist auf einmal Unfriede da. Man merkt, die Kraft ist irgendwie gewichen. Das heißt, was macht jetzt das Glas? Es tut nicht mitfließen. Aber deswegen, du gehst jetzt da quasi mit. Und es kommt wieder. Und wir merken wieder, jetzt ist auf einmal der Lebensstrom woanders. Also bleiben wir wieder. Was machen wir? Wieder mit ihm. Gehen wieder mit ihm mit. Und somit, wenn wir so unser Leben ausleben, dann haben wir immer das ganze Glas voller Süßigkeiten, voller Freude, voller Frohsinn. Das heißt, immer wenn das Leben auf einmal gerade nicht mehr da ist, ist nicht so schlimm, weil wir können einfach wieder gucken, wo geht der Lebensstrom, wo ist die Fülle, wo ist die Freude und können einfach da uns wieder neu dran ausrichten. Ne? Und dann, nehmen wir mal eins, dann ist das Leben so viel süßer.